ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich nehme euch wieder eine Woche bei meiner Ernährung mit und im Alltag mal schauen, was bei rumkommt. Auf jeden Fall ist heute Montag und ich starte wieder ein neues Video. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen. Ja, es gab halt wirklich nichts Spannendes auf Arbeit, wie eigentlich fast jeden Montag. Es ist jetzt auch schon 4:45 oder so. Ich habe heute bis ungefähr 16 Uhr gearbeitet. Ich war jetzt gerade mal fürs Einkaufen und werde jetzt schnell schon mal das Abendessen vorbereiten. Ich mache nämlich aber wieder ein bisschen Ofengemüse und es braucht ja immer ein bisschen, deswegen gebe ich das jetzt so, ja, ungefähr 20-25 Minuten im Backofen, mache dabei eine Runde Sport und dann gehe ich duschen und dann gibt es Abendessen. Da freue ich mich drauf. Eigentlich bin ich jetzt immer nie so motiviert nachmittags, aber jetzt dachte ich mir, ich mache jetzt direkt Sport, weil dann habe ich heute Abend keine Ausreden mehr und kann dann einfach schlafen gehen, wenn ich müde bin und muss dann nicht mich noch zum Sport machen aufraffen. Genau, deswegen mache ich jetzt direkt Sport und nutze die Zeit, die es im Backofen ist sozusagen. Genau, bei mir gab es heute zum Frühstück eine Banane, eine Handvoll Nüsse und ich hatte wieder ein bisschen Apfel, Paprika, Tomate mit zum Snacken. Dann hatten wir Dienstberatung. Genau, eine halbe Orange gab es auch noch, die hatte ich noch geschält mit eingepackt. Kaffee und Tee und dann hatte ich zum Mittagessen Pudding Oats mit Vanillepuddingpulver und Chiasamen, so wie ich das immer mache. Und ich hatte diesmal, ja, ich habe kein Vanille Whey mehr da, deswegen habe ich die quasi zur Hälfte so gegessen mit Tiefkühlhimbeeren. Oh, ich liebe die Kombi wirklich, es schmeckt so lecker. Und dann habe ich die andere Hälfte, wo quasi ja nicht groß viel Geschmack drin war, weil ich ja kein Proteinpulver mehr reingemacht habe, habe ich noch mit diesem Eiskaffee Total Protein von Moore gegessen und das war in Kombi so lecker. Also dieses Eiskaffee Proteinpulver hat sich da echt gut drin gemacht. Also besser finde ich als im Porridge. Rührt das mal mit unter eure Pudding Oats. Ich fand es richtig lecker. So, hat so ein bisschen an Tiramisu erinnert. War auf jeden Fall sehr gut, also an alle, die Kaffee mögen. Genau, das war dann heute mein Mittagessen. Dann gab es noch, bevor ich nach Hause gefahren bin, einen Proteinriegel. Da hatte ich so Lust drauf auf was Süßes. Ich hatte nichts mehr anderes da. Deswegen habe ich dann den noch gegessen. Jetzt bin ich, wie gesagt, nach Hause gefahren, ein paar Einkaufen und jetzt mache ich Abendessen. Und ich hatte es auch mit Schnacken, weil ich habe Hunger und ich will jetzt schnell Sport hinter mich bringen und die Kartoffeln in den Backofen schieben. Und deswegen zeige ich euch dann später, wie die ready aussehen. Und so sieht jetzt mein fertiges Abendessen aus. Einfach ein Träumchen. Ich habe mittlerweile richtig Kohldampf. Es gibt jetzt ganz viele Kartoffelecken. Dazu ein bisschen Ketchup. Ich habe noch ein bisschen Zucchini da. Da habe ich gerade schon ein bisschen was mal gesnackt. Also das ist nicht alles. Die schmeckt immer so gut. Und noch ein bisschen Karotte, die heute von der Arbeit übrig ist. Dazu gibt es Kräuterquark. Und natürlich ganz viel saure Gurken. Was wäre ich ohne saure Gurken? Das ist jetzt mein Abendessen. Und als Nachtisch gibt es noch ein Clear Whey. Und Tee trinke ich auch noch nebenbei. Oh, da freue ich mich jetzt mega drauf. Hallo ihr Lieben, ich bin von der Arbeit und aus dem Fitti zurück. Ich war heute direkt mit einer Freundin im Fitti. Ich mache immer so 14:30 Feierabend, wo es noch einigermaßen leer ist. Und dann trainieren wir kurz, also das heißt kurz trainieren halt. Und jetzt habe ich gerade noch mal ein bisschen gearbeitet, deswegen ist es jetzt schon gleich um 5. Nee, gleich 5:30 fällt mir gerade ein, ist schon ziemlich spät. Ich hatte heute auf der Arbeit zum Frühstück meine Joghurt-Quark-Bowl und dann hatte ich, ich muss sagen, heute echt wirklich richtig Hunger und auch viel Lust so zu snacken. Also ich habe dann noch eine Banane gegessen, Apfel, Paprika, Tomate, was ich halt so immer zum Snacken mit habe. Kaffee und Tee getrunken und einen Dominostein, den hatte ich noch auf der Arbeit und eine Handvoll Nüsse. Und zum Mittagessen hatte ich mir dann so eine Burrito-Bowl wieder gemacht. Die sah heute echt sehr unschön aus, weil wir kaum noch was da hatten. Einfach so ein Uncle Ben's Reis mit hier so einem Kichererbsen-Bohnen-Mix. Ja, der war ganz lecker. Und dazu gab es dann noch ein bisschen Feta und Avocado. Viel mehr ist es dann leider nicht geworden. Ja, das war es eigentlich. Und da habe ich auch nicht alles von geschafft. Da ist noch ein kleiner Rest übrig, den esse ich jetzt noch. Also wirklich nur noch ein Mini-Rest. Und ja, ich habe jetzt gerade einen Proteinshake getrunken nach dem Fitti. War jetzt, wie gesagt, kurz duschen und habe noch ein bisschen gearbeitet. Jetzt habe ich Lust, was zu essen. Also nicht mal unbedingt groß Hunger, einfach nur Lust.
Deswegen gibt es jetzt auch bloß was Kleines, weil ich habe keinen Bock mehr zu kochen. Ich will jetzt noch Videos schneiden. Ich bin auch ziemlich müde, also ich glaube, ich gehe halt auch zeitig schlafen. Und ja, ich hatte ja heute Mittag schon was Warmes und generell den Tag über heute schon sehr viel so gesnackt, weil ich einfach Appetit und Lust hatte. Deswegen brauche ich jetzt nichts Krasses zum Abendessen. Ja, deswegen esse ich jetzt einfach noch den Rest Reis heute von der Arbeit. Und dann habe ich ja hier noch ein bisschen Knäckebrot übrig vom DM. Ach, es schmeckt so gut. Das werde ich jetzt essen mit ein bisschen Käse. Den liebe ich wirklich. Ich kann den pur einfach so snacken, weil der ist so richtig schön dünn und richtig lecker. Und boah, den finde ich richtig gut und den kaufen wir eigentlich bloß, wenn der im Angebot ist, weil der sonst zu teuer ist. Dann, ihr wisst Bescheid, dürfen ein paar saure Gurken nicht fehlen. Und als kleinen Nachtisch gibt es noch einen Proteinpudding. Den hatte ich eigentlich für ein anderes Rezept geholt, aber das hatte ich am Wochenende nicht mehr gefilmt. Deswegen kaufe ich am Wochenende einfach einen neuen und esse den jetzt noch, weil es mit dem Protein heute noch nicht so besonders aussah. Und wie gesagt, ich habe heute echt keine Lust, irgendwas zu kochen. Also das ist halt auch einfach die Realität. Klar, ich könnte mich jetzt hinstellen und jetzt noch irgendwas kochen, einfach nur um euch was zu zeigen, was vielleicht interessanter ist. Aber meine Footage sollen ja irgendwie auch realistisch bleiben und ich versuche mal zwanghaft irgendwas Interessantes zu filmen. Aber ich esse einfach das, worauf ich Lust habe und wie ich gerade Bock habe. Und ja, das ist auch manchmal Trash. Ich esse auch manchmal Proteinzeug, aber ist nicht das Gesündeste, ich weiß. Aber ich will einfach auf meinen Körper hören und ja, das ist eben aktuell Priorität Nummer 1. Deswegen werde ich erstmal versuchen, das so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und wenn ich dann einigermaßen intuitiv essen kann, dann werde ich das auch ein bisschen, ja, wie gesagt, gesünder gestalten. Genau, aber jetzt habe ich Bock auf ein bisschen Serie, Videoschneiden und Snacks. Und ich werde mir jetzt einen kleinen Teller vorbereiten und das, ja, snacken. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ein paar saure Gurken habe ich gerade so schon gesnackt, während das in der Mikrowelle war. Ja, das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe jetzt hier ein Spinatpesto vorbereitet fürs Mittagessen. Eigentlich hatte ich voll Lust auf Brokkolinudeln, aber wir haben nicht genug Brokkoli da. Deshalb ist jetzt noch Spinatpesto geworden. Ich hatte nämlich vor kurzem mal frischen Spinat eingefroren und den Rest habe ich davon jetzt noch genommen. Mit Knoblauch, Olivenöl, Parmesan, Pinienkern bzw. ich habe jetzt Sonnenblumenkerne genommen und Salz und Pfeffer. Und genau, dann wird das einfach püriert und es ist sehr nice. Ihr könnt es natürlich auch vegan machen, also ohne Parmesan. Wichtig ist auf jeden Fall, dass genug Öl reinkommt, weil das ist essentiell für ein gutes Pesto. Das stelle ich jetzt in den Kühlschrank. Das gibt es dann heute zum Mittagessen mit ein paar Nudeln und Fisch. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und jetzt gibt es meinen Smoothie von heute Morgen. Wir haben leider keine Tiefkühlbeerenmischung mehr da, deswegen muss ich jetzt improvisieren. Ich habe jetzt noch Rest, also es ist eigentlich so eine richtige Resteverwertung. Wir hatten noch Rest Tiefkühlspinat im Kühlschrank, Himbeeren, da habe ich noch ein bisschen Mango dazu gegeben, da hatten wir nämlich noch welche da, habe ich gar nicht gewusst. Genau, Leinsamen, Wasser, Speisequark, dann noch ein bisschen Proteinpulver in Strawberry irgendwas. Also es ist recht süß, aber schmeckt trotzdem gut. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zitronensaft mit rangegeben, damit man wenigstens ein bisschen Säure hat, weil sonst durch die Tiefkühlbeerenmischung sind da auch Johannisbeeren und so mit drin. Die machen das immer so ein bisschen säuerlich noch, damit es nicht allzu süß schmeckt. Aber hatten wir jetzt leider keine, deswegen muss es jetzt so sein. Schmeckt richtig nice. Den trinke ich jetzt. Im Kühlschrank steht auch noch ein anderes kleines Glas, weil es hat hier leider nicht reingepasst. Mal schauen, ob ich das auch noch trinke. Auf jeden Fall snacke ich dazu ein paar Nüsse. Trinke schon Kaffee und Tee und himmlisch. Sorry, dass das Licht hier immer so schwankt. Es ist jetzt übrigens 8:30. Ja, ich werde mir das jetzt schmecken lassen. Sehr geil. Und heute Morgen bin ich übrigens aufgewacht. Mache die Gardinen im Schlafzimmer auf und draußen sieht es einfach so aus. Also ich bin sehr froh, dass ich heute im Homeoffice bin, weil die Bahn ja heute streikt. Das heißt, es fährt eh keine Bahn und es ist halt sehr, sehr viel Schnee gefallen die Nacht. Ich habe schon langsam richtig Lust, was zu essen. Bevor ich jetzt aber Mittag esse, habe ich jetzt gerade hier zwei Stücken von der Schokolade gegessen. Richtig lecker, so gegen den süßen Zahn. Und jetzt gibt es noch einen Apfel, den snacke ich jetzt noch und dann mache ich mir später mein Mittagessen. So, nicht schön, aber selten.
gibt es jetzt bei mir was Geiles zum Mittagessen. Und zwar habe ich mir vorhin, wie gesagt, das Pesto gemacht. Ich habe jetzt noch ein paar Nudeln damit vermengt. Bisschen Zucchini angebraten, damit ich noch ein bisschen Gemüse dabei habe und ein halbes Lachsfilet obendrauf. Es schmeckt richtig gut. Wir wollen da auch mal ein bisschen teureres, weil das besser schmeckt. Und wie gesagt, ich finde, bei Fisch ist irgendwie die Qualität echt entscheidend. Deswegen freue ich mich da jetzt extrem drauf. Und als Nachtisch habe ich mir noch eine Kiwi und ein paar Weintrauben aufgeschnitten. Ja, und das ist jetzt mein Mittagessen. Ich habe jetzt Feierabend gemacht. Und ich muss sagen, ich bin heute echt so ein bisschen im Snack-Wahn. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich habe irgendwie die ganze Zeit Lust, was zu essen. Ja, deswegen gibt es jetzt bei mir hier, oder gab es bei mir gerade diesen Proteinriegel. Den hatte ich ja noch da aus dem DM. Der, muss ich sagen, schmeckt echt richtig nach Kaffee. Also voll gut. Also an alle, die Kaffee mögen. Der ist halt von der Konsistenz her ein bisschen fester. Vielleicht sollte man den auch mal in die Mikrowelle machen oder so. Das soll ja dann immer ein bisschen besser schmecken. Wollte ich schon länger mal testen, habe ich aber noch nicht gemacht. Genau, aber sonst vom Geschmack her richtig lecker. Also kann ich euch da empfehlen. Ich finde die aus dem DM generell immer richtig nice. Und ja, das war jetzt gerade noch mein Snack. Es gibt heute bestimmt noch irgendwas Kleines, aber ich weiß noch nicht so ganz was. Wir gehen jetzt erstmal schnell einkaufen. Es ist ein Paket angekommen und ich dachte, wir packen das da zusammen aus. Es ist zwar nichts Spannendes drin, also es sieht größer aus, als der Inhalt spannend ist. Aber es sind sehr coole Sachen, auf die ich sehr gespannt bin, beziehungsweise ja, bin ich froh, dass ich wieder Nachschub habe. Ich habe mich wieder beim Moor bestellt, weil ich tatsächlich ohne dieses Clearway nicht klarkomme. Also ich bin da so auf den Geschmack gekommen, dass ich mir gleich zwei Dosen bestellt habe. Genau, weil das echt gut zu trinken geht, wenn man mal nicht auf seinen Eiweiß kommt oder so. Ich liebe den Geschmack. Richtig nice. Und dann habe ich mir noch neu bestellt, was es nämlich neu gab und endlich auch mal verfügbar war. Das war nämlich ganz oft ausverkauft. So eine Brownie Bowl. Protein Brownie Bowl, 95% weniger Zucker. Das ist irgendwie so eine Fertigbackmischung, die rührt ihr quasi einfach nur mit Wasser an. Die ist sogar vegan. Und ja, wie gesagt, unbezahlte Werbung. Es ist einfach nur, weil ich einen Bock hatte, das zu probieren, weil es super gut klingt und vegan ist und ja, das wirklich sehr am Hype war. Also sehr viele haben gesagt, dass die echt gut schmeckt. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ihr seid wirklich Erythrit drin zum Süßen. Keine Ahnung, ob das jetzt unbedingt das beste Süßungsmittel ist. Da habe ich mich noch nicht so ganz informiert. Maltit ist auch mit drin. Aber ansonsten Flohsamenschalenpulver, Säuerungsmittel, Erbsenprotein, Kakaopulver, Hafermehl, Reisproteinkonzentrat. Klingt also gar nicht mal so schlecht. Deswegen mal schauen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall teste ich das demnächst mal und halte ich auf dem Laufenden. Und ich glaube, ich mache mir jetzt auch gleich noch ein Clear Way. Da habe ich Bock drauf. Und ja, wollte euch nochmal zeigen, was ich so bestellt habe. Aber da bin ich sehr gespannt. Die teste ich morgen, glaube ich, gleich mal. Es ist etwas Zeit vergangen. Heute ist schon wieder Donnerstag der nächsten Woche. Also ich filme gerade aktuell schon ein neues Food Diary. Mir ist aber beim Schneiden von dem Video aufgefallen, dass das irgendwie viel zu kurz ist und viel zu langweilig. Also irgendwie habe ich in der Woche kaum gefilmt. Deswegen dachte ich mir, eigentlich wollte ich das ja schon gestern hochladen, also am Mittwoch. Ich konnte das so nicht hochladen. Also es wäre irgendwie enttäuschend gewesen. Also erstens habt ihr mir ganz oft geschrieben, dass ihr auch gerne längere Videos haben wolltet. Und ich hatte, ich glaube, 17 Minuten oder so. Und da war halt nichts Spannendes dabei. Und dann finde ich es auch selber immer total doof, so Videos hochzuladen, die kaum Inhalt haben. Deswegen dachte ich mir, ja, es ist schon wieder eine Ausrede, dass ich kein Video hochgeladen habe. Es tut mir leid. Irgendwie in letzter Zeit. Ich bin so motiviert, die Woche Videos zu schneiden, hochzuladen, zu drehen. Aber ich habe mich gestern richtig aufgeregt, dass ich das Video nicht fertigstellen konnte. Weil ich wollte es eigentlich gestern hochladen und ich hätte es auch geschafft.
Aber ich habe es nicht gemacht, weil ich wollte euch irgendwie nicht enttäuschen. Deswegen, es tut mir leid, das ist die Ausrede, warum dieses Video erst so spät online kommt. Aber ich will das Video noch ein bisschen füllen irgendwie und euch noch ein bisschen mitnehmen. Deswegen dachte ich mir, ich mache jetzt hier einfach so eine Art Vlog noch am Ende draus. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich bin nämlich gerade von Arbeit zurückgekommen. Ich war nämlich hier gerade schon einkaufen und ich dachte mir, ich nehme euch jetzt ein bisschen beim Backen mit, weil mein Papa ja Geburtstag hatte die Woche und wir feiern heute Abend, nee, heute Abend nicht, morgen Nachmittag mit meiner Oma noch zusammen und trinken zusammen Kaffee. Und da dachte ich mir, ich backe was. Mein Papa liebt Eierschecke. Und er hat letztens auch von so einem Kirschkuchen geschwärmt, den es beim Bäcker gibt, der so richtig schön saftig ist. Was übrigens auch eine Idee für mein Kindheitsessen-Video wäre, fällt mir gerade so ein, weil das habe ich früher geliebt, den Kuchen vom Bäcker. Und deswegen dachte ich mir, ich backe heute, habe jetzt also noch die Zutaten dafür gekauft und bin überhaupt gerade so richtig motiviert, jetzt noch schnell die Wohnung ein bisschen aufzuräumen und dann anzufangen mit Backen. Deswegen dachte ich mir, ich nehme euch jetzt ein bisschen mit, soweit wie es geht. Und auch die nächsten Tage noch, mal schauen, was dabei rumkommt und ja. So ist der Plan. Deswegen höre ich jetzt auf mit Schnacken, verstaue den Einkauf und dann ja, fange ich an mit Backen, beziehungsweise muss ich ja auch noch ein bisschen aufräumen. Es sieht nämlich aus wie ein Bombeneinschlag hier. So, der erste Kuchen ist jetzt im Backofen. Das ist ein Kirschkuchen. Ich hoffe, dass der so schön saftig wird, wie es im Rezept steht. Der muss jetzt 35 Minuten backen. Und ich mache jetzt die Eierschecke. Da muss ich ja Boden machen, Quarkmasse und dann Puddingcreme. Also drei verschiedene Mischungen. Das heißt, es wird jetzt nochmal ein bisschen aufwendiger und chaotischer. Deswegen filme ich jetzt mal nicht mit. Ich glaube, spannend wird es auch nicht werden. Auch voll gut, dass ihr hier so viel vom Kuchen seht. So sieht der jetzt aus. Die Küche ist auch schon wieder ein Schlachtfeld. Wirklich, das ist so schlimm. Ich fange immer richtig ordentlich und strukturiert und so an. Und dann endet es trotzdem wieder im Chaos. Also vor allem bei zwei verschiedenen Torten. Ja, wie gesagt, die Eierschecke ist so schon immer ein bisschen aufwendiger. Und wenn ich dann auch noch den Kirschkuchen nebenbei machen muss, dann entsteht doch schon mal ein Chaos. Aber immerhin habe ich vorhin noch geschafft, den Geschirrspüler anzumachen. Den kann ich dann also ausräumen, wenn ich fertig bin. Und dann muss ich auch schon wieder aufwaschen, beziehungsweise, ach ja, steht noch ein bisschen was an. Und ich drehe auch hier gerade nebenbei noch ein gesundes Snack-Rezept. Das muss ich auch noch fertig machen. Also, ja, ich habe noch ein bisschen was vor mir, sagen wir es mal so. Und das, ja, mache ich jetzt mal noch fertig. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Samstag. Ich bereite jetzt gerade hier schon Frühstück vor. Ich war gestern tatsächlich echt recht lange wach für einen Freitagabend. Eigentlich bin ich da mal echt zeitig müde. Aber ich habe gestern Abend noch ein bisschen die Zeit genutzt, um Videos zu schneiden. Und ich habe noch eine kleine Runde Sport gemacht und aufgeräumt. Was so eben dazu gehört zu einem Freitagabend. Dementsprechend haben wir heute auch lange geschlafen. Ich glaube, bis knapp 12 oder so haben wir im Bett gelegen. Und dann habe ich gerade ein kleines Morning-Workout gemacht, war kurz duschen, dann ein bisschen Serie geschaut, jetzt habe ich noch Video geschnitten. Und jetzt mache ich mir Frühstück, jetzt blinkt der Kamera-Akku, perfektes Timing. Ich dachte, ich nehme euch ein bisschen dabei mit. Ich mache mir nämlich gerade ein Ingwer-Shot. Wir haben nämlich noch eine Grapefruit da, Ingwer, ich habe noch einen Apfel dazu geschnippelt, damit es nicht ganz so sauer ist. Und Zitrone kommt noch mit rein. Und dann ein bisschen Kurkuma und Pfeffer, das in Kombi auf jeden Fall.
Und dann habe ich hier auch noch ein bisschen Ashwagandha. Vielleicht mache ich das auch noch mit rein, aber da kann ich es halt nicht so ganz dosieren. Deswegen mal schauen, wie ich es mache. Und genau, das wollte ich jetzt eigentlich alles mixen. Und da ich dann einmal den Mixer in der Hand habe, dachte ich mir, mache ich mir auch gleich einen Smoothie wieder aus, ja, Tiefkühlbeeren, Banane, irgendwie so. Da habe ich am meisten Bock drauf und deswegen dachte ich, ja, bereite ich das jetzt vor. Eigentlich ist es nämlich echt simpel. Eigentlich alles reinhauen. Ihr könnt da auch reinmachen, was ihr wollt. Ich mache mal noch ein bisschen Apfel rein, damit es noch ein bisschen süß ist. Dann ganz viel Zitrone auf jeden Fall. Die Grapefruit, oh, ich finde die auch so geil, aber ich kann davon immer nicht so viel essen, weil irgendwie so 2-3 Stückchen, dann hat man irgendwie genug davon. Dann wie gesagt ein bisschen Pfeffer, damit ihr das Kurkuma aufnehmen könnt. Und dann, ja, ich mache ein kleines bisschen Ashwagandha mit rein, weil ich finde das in Pulverform richtig eklig. Ich habe mir jetzt Kapseln bestellt, damit ich die einfach nur trinken kann. Aber dieses Ashwagandha-Pulver, boah, ich kriege das nicht runter, ne? Also nicht mal in einem Saft oder so, das schmeckt so eklig. Ganz schlimm, also ich würde mir das nie mehr wieder in Pulverform bestellen. Ich mache jetzt hier einfach mal so, ja, 3 Esslöffel rein. Teelöffel. Ja, und dann müsste es eigentlich gemixt werden. Wobei, ich mache noch ein paar geschrotete Leinsamen mit rein. Die können nie schon. So, da war auch schon der Kamerakku leer. Ich habe das jetzt mal kurz geladen. So sieht jetzt der Ingwer-Shot aus. Den habe ich jetzt in eine Glasflasche gefüllt. Habe auch gerade schon einen getrunken. Der kommt jetzt im Kühlschrank und dann nehme ich immer jeden Tag einen Shot. Und das reicht auch locker für 1,5 Wochen oder so. Und der hält sich auch. Also richtig nice, da freue ich mich drauf. Jetzt mache ich mir noch schnell einen Smoothie. Ich habe hier eine Banane schon reingehauen. Ich hoffe, der Kamerakku hält jetzt ein bisschen. Und ich mache jetzt einfach schnell einen Smoothie. Wie immer eigentlich mit Banane. Dann noch ein bisschen Quark. Robin isst auch ein bisschen mit, deswegen mache ich ein bisschen mehr. Noch so eine Tiefkühlbeerenmischung. Ich nehme die eigentlich am liebsten, weil das dann so ein bisschen säuerlich noch ist. Fällt einem immer richtig auf, wie klein die Packungen geworden sind. Also von wegen der Preis bleibt gleich. Die Packungen sind einfach sehr geschrumpft. Also hier sind jetzt bloß noch 500 Gramm statt 750 drin. Dann noch so einen halben Scoop Proteinpulver. Ich nehme immer das Designer Whey von ESN. Finde ich ganz okay im Shake. In Strawberry irgendwas. Dann noch ein paar geschrotete Leinsamen. Und eigentlich mache ich ganz gerne Spinat noch mit rein, aber den haben wir jetzt leider nicht mehr da. Und auch kein anderes Gemüse. Also Brokkoli oder sowas zum Beispiel könnt ihr da auch ganz gut mit reinmachen. Deswegen lasse ich das jetzt weg und mix das jetzt so. So sieht jetzt unser Frühstück aus. Also ich habe Robin auch einen Shake mitgemacht, beziehungsweise der isst jetzt noch nebenbei ein bisschen was anderes, hat vorhin auch schon was anderes gefrühstückt. Aber der trinkt halt auch mal ganz gerne ein bisschen mit und da mir das meistens zu viel ist, so eine ganze Portion, teile ich das eben immer für uns beide auf. Das ist jetzt quasi mein Frühstück. Ich esse dazu immer noch ein paar Nüsse, ihr wisst Bescheid. Und ich habe in letzter Zeit wirklich die Angewohnheit, Let's Dance zu schauen. Ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie, als das angefangen hat, die jetzige Staffel, auf die Idee gekommen, dass ich das ja mal wieder schauen könnte. Weil ich habe das früher mal gerne mit meiner Mama zusammen geguckt. Und dann aber halt eine ganze Weile nicht mehr, weil wir auch kein Fernsehen schauen, so in dem Sinne. Und man kann ja aber viele Sendungen, die so im Fernsehen kommen, auch auf TV Now oder Join oder so nachschauen. Und ja, da ich gesehen habe, in der jetzigen Staffel ist die Julia Beauty X mit dabei und Knossi und ich weiß gar nicht, wer was noch. Auf jeden Fall halt viele, die ich auch kenne und so verfolge. Gut, ich verfolge jetzt Knossi nicht so krass, aber ich finde es halt immer ganz cool, wenn auch mal so Influencer dabei sind. Ich weiß auch nicht, weil ich das immer sehr interessant finde, wie die sich so machen. Und auf jeden Fall hatte ich da eben Bock, jetzt die jetzige Staffel mal zu schauen. Und seitdem gucke ich die jeden Freitag, beziehungsweise jeden Samstag, dann immer nach. Schaue die jetzt also gerade nebenbei beim Videoschneiden und beim Frühstücken jetzt auch. Und ich finde es irgendwie so schön, wie die so tanzen können, weil ich finde erstens mal, es ist super krasser Sport. Es ist richtig anstrengend. Du machst quasi jeden Tag Cardio-Training. Hast also eine super Kondition und die meisten Tänzerinnen von den Profitänzerinnen haben so einen krassen Body. Und das ist halt auch so eine Sportart, die mir mega Spaß machen würde, weil ich habe schon immer für Tanzen geschwärmt. Ich war früher auch mal im Hip-Hop, habe dann aber aufgehört, weil immer, wenn ich in eine Tanzgruppe beigetreten bin, die dann irgendwann sich aufgelöst hat, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder keine Ahnung, die Trainerin aufgehört hat oder so, dann habe ich es halt irgendwann gelassen, weil ich halt auch nicht alleine gehen wollte. Und ich schwärme halt schon eigentlich immer vom Tanzen. Ich will auch mal zu so einem Pole-Dance-Kurs gehen oder so, weil ich das so krass finde, was man da für eine Körperspannung braucht. Jetzt nicht nur für den erotischen Effekt, sondern generell halt einfach finde ich das eine super krasse Sportart für Frauen. Und
Das fasziniert mich total. Seitdem ich Let's Dance schaue, will ich am liebsten zu so einem Gesellschaftstanz gehen. Deswegen habe ich meinen Bruder jetzt schon mal gefragt, weil der war ja auch mal mit dem Dresdner Sempern-Opernball. Und da war ja auch noch ein bisschen professioneller hier tanzen nach dem Abi und der kennt sich damit sozusagen schon so ein bisschen aus. Und dann hätte ich schon so ein bisschen einen erfahreneren Partner und könnte halt mit ihm zusammen tanzen. Das wollen wir vielleicht auch demnächst machen. Da habe ich irgendwie Bock drauf, das ein bisschen professioneller zu machen. Also sonst war ich immer so Team Hip-Hop und so und so ein bisschen die ausgefalleneren Tanzvarianten. Das macht mir auch mega Spaß. Aber ich hätte auch mal Bock auf so einen richtigen Gesellschaftstanz. Ich bin gespannt, ob das was wird. Fände ich irgendwie ganz nice. Da hat mich Let's Dance, muss ich sagen, ein bisschen motiviert. Ja, und Pole Dance will ich eigentlich auch unbedingt mal versuchen. Das klingt immer so dumm, wenn man das so erwähnt. Ich meine ja nicht so dieses erotische an der Stange tanzen für einfach nur die Optik, sondern halt auch einfach diese Körperspannung, dieser Sportaspekt einfach dahinter. Ich finde das richtig nice. Und es sieht halt auch schön aus. Deswegen, ja, mal schauen. Vielleicht wird das dieses Jahr auch noch was, da hätte ich Bock drauf. Aber jetzt werde ich mir erstmal meinen Smoothie schmecken lassen und Let's Dance weiterschauen und meinen Kamerakku laden. So, welche habe ich jetzt mal draußen aufgehangen, weil die Sonne heute geschienen hat, beziehungsweise es draußen nicht ganz so kalt ist. Wir haben uns jetzt ready gemacht und gehen jetzt noch schnell einkaufen. Wir brauchen noch ein paar Sachen aus dem Rewe. Und ja, mal schauen, was es dann heute zum Abendessen gibt. Wir grillen jetzt. Die Sonne ist leider schon, naja, so gut wie weg und ist auch schon ganz schön kühl. Aber am Grill geht's eigentlich. Und es riecht so geil. Robin hat sich hier solche Spieße geholt und dann haben wir noch Grillkäse. Und wie gesagt, diese Bratwürstchen und das Baguette ist auch schon fertig. Und da sind es ja Kartoffelsalat mit den Gurkchen. Nice, ich freue mich. Erstes Grillen für dieses Jahr. Ja, ihr Lieben, ich wollte mich hier am Ende des Videos gerne nochmal melden. Ich bin zwar gerade erst aufgestanden, ich glaube, das sieht man mir auch an, aber ich habe gestern Abend keine Zeit oder keine Lust mehr gehabt, die Endcard zu drehen. Deswegen dachte ich mir, mache ich das jetzt gleich und lade das Video dann hoch. Ja, sorry, wie gesagt, dass ich das Video jetzt erst hochlade. Ich fand es am Anfang wirklich ein bisschen zu kurz und ja, irgendwie war da nicht so viel Inhalt dabei, deswegen wollte ich noch ein paar Tage länger filmen. Also eigentlich habe ich ab dem Nudelpesto, also ab diesen Spinatnudeln mit dem Fisch, so richtig unregelmäßig gefilmt. Also an dem Tag habe ich auch noch irgendwas gegessen, aber ich habe es halt nicht mehr gefilmt. Und auch so die Tage darauf, ich war halt, glaube ich, sogar an den Tagen auch bei meinen Eltern und ich war so wirklich filmfaul. Also es hat mich irgendwie gar nicht gereizt, an den Tagen zu filmen. Und dementsprechend war das Video halt auch sehr kurz. Deswegen dachte ich mir, ich filme einfach noch ein paar Tage mehr mit. Pack die noch mit in das Video. Also seht es eher als eine Art Weekly Vlog oder ja, so eine Mischung aus Food Inspo und Vlog. Weil so ein richtiges Food Diary ist ja irgendwie auch nicht mehr rumgekommen. Aber ich sitze gerade schon wieder am nächsten Food Diary. Das heißt, das nächste wird wieder ein bisschen, ja, foodlastischer. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat und dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte. Wenn dem so ist, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Seid gerne im nächsten Video wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bleibt auf jeden Fall gesund und munter und immer positiv und genießt den Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao!